Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Demnächst startet ja schon die FNCS in Season 4 und wie in jeder anderen Season auch, gibt es natürlich auch in dieser Season wieder die Twitch-Jobs und dazu werde ich euch jetzt in diesem Video zeigen, wie ihr das Ganze freischalten könnt. Außerdem werde ich euch auch noch zeigen, wie ihr als Streamer auf eurem Twitch-Kanal die Twitch-Jobs aktivieren könnt, damit eure Zuschauer auch die Möglichkeit auf die Twitch-Jobs haben. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Außerdem wird demnächst auch noch ein Video folgen, wo ich euch erkläre, wie das ganze Format der FNCS in dieser Season aufgebaut ist. Also wenn ihr dazu auch nichts verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt und schaut natürlich auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit dem Blogpost von Epic Games und falls ihr auch noch nicht mitbekommen habt, beginnt das Ganze ab dem 9. Oktober, zumindest in der EU. Natürlich beginnt es in anderen Regionen schon einen Tag früher, eben halt je nachdem wie die Zeitverschiebung ist. Auf jeden Fall beginnt bei uns das Ganze, wie gesagt, ab dem 9. Oktober, zumindest mit der richtigen FNCS, denn heute findet ja schon, wahrscheinlich wenn dieses Video online kommt, findet es auch schon gerade statt, nämlich die FNCS Warm, das FNCS Warm-Up Event und dabei geht es eben halt nur nicht um irgendwelche Preisgelder, ihr könnt euch nicht damit fürs Finale qualifizieren, das heißt erst ab dort wird es im Prinzip richtig interessant, das Ganze startet wie gesagt in 2 Wochen und die offizielle Übertragung von Fortnite zu dieser FNCS wird dann ab dem 10. Oktober immer jeden Samstag und Sonntag stattfinden, das heißt ihr werdet über 4 Wochen zwischen dem 10. Oktober und dem 1. November immer Samstag und Sonntags die Möglichkeit haben, euch die FNCS-Jobs vom offiziellen Fortnite-Kanal zu holen. Außerdem ist es natürlich genauso gut, wenn ihr auf irgendwelchen anderen Twitch-Kanälen seid, das heißt beispielsweise bei Amar, der ja häufig immer die Viewing-Partys macht bei FNCS und so, dort werdet ihr das auf jeden Fall freischalten können, eure Twitch-Jobs und ihr könnt einfach auf solche Streamer schauen. Wenn hier drunter dann irgendwas steht mit Jobs aktiviert, dann ist es auch aktiviert, wenn es dort nicht steht, werdet ihr auch keine Twitch-Jobs von dem Kanal bekommen. Dort solltet ihr auf jeden Fall aufpassen und das ist das Einzige, worauf ihr eigentlich achten müsst. Zusätzlich dazu müsst ihr natürlich auf eurem Konto auch die Twitch-Verknüpfung haben. Das heißt, ihr müsst einmal auf euer Konto gehen. Dann, wenn ihr in eurem Konto drin seid, müsst ihr einmal auf eure verbundenen Konten gehen. Dann einmal auf Konten nochmal klicken. Und dann seht ihr dort euren Twitch-Kanal. Dort müsst ihr einmal oder muss stehen, dass dort trenne Verbindung eben halt möglich ist. Denn wenn dort noch dieses blaue Verbinden steht, dann seid ihr immer noch nicht verknüpft. Außerdem muss das Ganze innerhalb der letzten 6 Monate verknüpft worden sein, damit es richtig funktioniert. Das heißt, verknüpft es notfalls am besten nochmal neu, klickt einmal auf Trenne Verbindung und dann wieder auf Neue Verbindung und dann sollte das Ganze auf jeden Fall funktionieren. Die offiziellen Übertragungen und damit natürlich auch immer die FNCS Games werden von 19 Uhr beginnen und dann natürlich nach der Zeitumstellung am 25. Oktober, dementsprechend natürlich nur für das Finale, auch ab 18 Uhr, da ja die Zeit 1 Stunde zurückgestellt wird und dementsprechend sind natürlich auch alle anderen Turniere, nicht nur FNCS, dann logischerweise auch 1 Stunde früher, also so etwas wie die Cash Cups, die beginnen dann um 17 Uhr und Wild Wednesday wird beispielsweise dann ja auch ab 19 Uhr schon starten. Da sollte ich auf jeden Fall aufpassen. Ansonsten gibt es dann auch immer noch direkt die Live-Sendung für Nordamerika Osten. Die könnt ihr euch natürlich auch gerne anschauen. Allerdings müsst ihr eben halt, wie gesagt, nicht auf diesem Kanal schauen. Ihr könnt auch auf jedem anderen Kanal schauen, wo eben halt die Jobs aktiviert sind. Wenn ihr jetzt selber euren Twitch-Kanal habt und das selber streamt, beispielsweise eure FNCS-Gameplay streamt oder eben halt auch eine Viewing-Party macht, dann könnt ihr das natürlich auch auf eurem eigenen Kanal aktivieren. Dafür müsst ihr allerdings erstmal ein paar Sachen machen und das Ganze muss vor dem 6. Oktober stattfinden, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr das in dieser Season machen wollt, dann müsst ihr es vor dem 6. Oktober abschließen. Dafür gibt es hier einmal eine Umfrage, die werde ich mal in der Videobeschreibung verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten schreibt gerne einen Kommentar, werde ich das noch nachträglich reinpacken. Dort müsst ihr einfach ein paar Sachen ausfüllen und dann könnt ihr hier immer das Ganze freischalten. Ihr müsst beispielsweise eure Epic-ID eingeben und so weiter und dann wird das Ganze automatisch gemacht, wie gesagt, einmal hier Umfrage ausfüllen und hier oben kann man, by the way, dann auch nochmal sehen, was die Belohnungen sind davon, wenn man die Twitch-Jobs dann bekommt und zwar ist es diesmal eine lilanes Backpack, ähnlich schon wie letzte Season, dort war es ja in blau, dann bekommt man dieses Emoticon, kann man jetzt auch auf die Superhelden-Skins raufpacken und dann dieses Spray-Motiv, finde ich, sieht diese Season auf jeden Fall sehr, sehr geil aus und natürlich muss es nicht unbedingt sein, dass ihr direkt beim ersten Mal schon eure Twitch-Jobs bekommt, ihr solltet auch so ungefähr 20 bis 30 Minuten schauen, damit ihr es auf jeden Fall bekommen könnt. Und wie gesagt, es kann manchmal sein, dass manche Items dann erst mit dem Finale freigeschaltet werden. Das heißt, beispielsweise würde es dann wahrscheinlich bei der ersten Qualifikation erstmal nur das Spray-Motiv geben und dann später eben halt erst das Backpack. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr nicht direkt nach der ersten Qualifikation alle Items habt.
bleibt da einfach ein bisschen geduldig und schaut dann notfalls das Finale einfach nochmal richtig viel. Dann solltet ihr es auf jeden Fall freischalten und ansonsten müsst ihr tatsächlich keine weiteren Dinge mehr beachten. Jetzt seid ihr nämlich fertig und wenn ihr, wie gesagt, die ganzen Sachen gemacht habt, dann könnt ihr das ganz entspannt anschauen, eure Streams, und dann bekommt ihr ganz schnell auch eure Items. Und das war's dann, wie gesagt, soweit mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.